Das ist die Europa League, wo wir heute, bevor wir kurz über Union sprechen, ein ganz großes Spiel haben, Herr Reif. Man United gegen Barcelona, die beiden auf gewisser Weise enttäuschten, weil eigentlich würden sie natürlich lieber Dienstag, Mittwoch spielen und nicht an diesem Champions-League-Finale Donnerstag. Genau. Hinspiel war 2:2. Sie haben gerade angesprochen, Sabitzer schlägt da voll ein. Barcelona immer noch bei den viel zitierten 7 Gegentoren in der spanischen Liga. Nur ein Gefühl, wer kommt da heute weiter? Manchester zu Hause müsste es schaffen. Ich will Ihnen den Spaß an dem Spiel nicht nehmen. Nur versuchen Sie es. Ich glaube, die beiden werden heute Abend, die machen so ein Duell unter sich, und zwar eins in die Zukunft projiziert schon. Also die werden sich gegenseitig zeigen, pass auf, jetzt ist es Europa League. Ob wir das jetzt gewinnen oder weiterkommen, es gibt Wichtigeres. Manchester United etabliert sich gerade wieder in der englischen Spitze und damit sind sie nächstes Jahr Champions League. Barcelona hat 8 Punkte vor Real Madrid, sie werden spanischer Meister, auch Champions League. Aber Sie glauben, die nehmen das locker heute beide? Nee, aber eher nicht, weil der Wettbewerb sie so fasziniert, wie er Union faszinieren muss und jeden anderen, der nicht gewohnt ist, auf dem ganz hohen Trapez rumzualbern. Die beiden, da geht es nicht um Europa League, sondern da geht es um sich gegenseitig zu zeigen. Aber wir werden sie beide in der nächsten Saison in einem ganz anderen Wettbewerb und sehr stabil erleben. Ich glaube, da entwickelt sich wieder zwei zurück zu ihrer alten Größe. Darum glaube ich ja auch wenn es vielleicht vermessen klingt, dass die Chance für Bayern München so schnell nicht wieder so groß werden wird, die Champions League zu gewinnen. Wenn man sieht, wie alle anderen gerade die nächsten großen Schritte einleiten. Und aktuell sehe ich eigentlich zumindest in der Champions League, da ja auch Barcelona dort gerade nicht dabei ist, nicht die Mannschaft, nein, gibt es nicht. Wo ich man dachte, sagt, City wäre es. Seit gestern sage ich, es gibt die eine Mannschaft nicht. Respekt vor den alten Herren in Madrid. Leider turnen da noch viele Junge mit. Und deswegen die, auf die aufpassen. Aber sonst sehe ich, haben Sie recht. Aber Sie halten die Bayern jetzt schon das Würstchen auch wieder nochmal hin. Sprich, oder Stöckchen. Nein. Ja, Champions League ist aber auch so das Mindeste, Julian. Ja, mal gucken. Das Mindeste ist bei Union Berlin sicherlich nicht der Triumph in der Europa League. Die sind einfach glücklich und genießen jeden Tag und spielen heute Abend hier gegen Ajax nach einem 0-0 im Hinspiel. Was lachen Sie? Wenn ich das höre. Es geht um die Tabellenspitze. Spielen Sie in München irgend so ein Finale heute gegen Ajax Amsterdam. Ja. Wenn denen das einer vor 3-4 Jahren gesagt hätte, die hätten sich umgedreht und gesagt, sag mal, was, du sollst die Tabletten in der richtigen Reihenfolge nehmen. Aber Sie haben ja Urs Fischer, der immer wieder dafür sorgt, dass da keiner durchgeht. Lassen Sie mich raten, jetzt kommt ein Oton, wo er sagt, wir hauen heute Ajax richtig weg und werden deutscher Meister. Fast. Urs Fischer wurde damit konfrontiert, dass die Buchmacher Union als Favoriten sehen. Herr Reif lacht schon. Weil das ist genau das, was Urs Fischer braucht, um zu sagen, na, wenn die Buchmacher das so sehen, dann sage ich auch, wir sind klarer Favorit und schlagen die heute 4-0. Also, Urs Fischer, bitte. Also gut, das mit den Buchmachern, die interessieren mich jetzt wirklich nicht so. Hä? Nein, ich glaube, wir haben ja auch im Vorfeld dieses Spiels gesagt, dass wir versuchen, ein gutes Resultat zu erzielen, dass die Möglichkeit im Rückspiel noch besteht. Und ich glaube schon, dass dieses 0:0 ein positives Resultat für uns war, weil wir es eben auch gut gespielt haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wäre vielleicht sogar noch ein Sieg möglich gewesen, wenn man jetzt diese 90 Minuten nimmt. Am Schluss können wir dieses Spiel schon richtig einschätzen und lassen uns da nicht von den Zeitungen verleiten. Das Züricher, das nachgesetzte heißt sowas wie, und jetzt ist aber auch mal gut, jetzt reicht's mir. Ich lasse mich von euch hier nicht ständig mit so einem Quatsch belästigen. Aber er hat gesagt, sie hätten eigentlich sogar gewinnen können. Ich glaube, da hat er sich selbst erschrocken und musste dann am Ende noch mal ein bisschen Es war die Wahrheit, aber er weiß ja, dass wir da genau hinhören. Und wenn sie dort schon hätten gewinnen können, dann müssen sie ja heute gewinnen. Was er macht, ist der Mannschaft klar machen, und das auch in solchen Statements, wir haben nichts zu verlieren, nicht wir, Ajax. Wenn die ausscheiden, haben die Probleme. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, geht die Welt hier nicht unter. Also nicht auf den Platz gehen und sagen, wir haben was zu verlieren. Das ist doch die große Chance von Union die ganze Saison schon.
Niemand verlangt das, was sie da gerade abliefern, sondern, und es gibt nichts zu verlieren. Glauben Sie mir, das ist im Kopf der entscheidende Punkt. Wer auf den Platz geht und hat mehr zu verlieren, ist nicht so entspannt wie wie Union und der Kollege Fischer. Aus einem Grund würde ich mich sehr über einen Union-Sieg freuen am Sonntag. Die Pressekonferenz mit Urs Fischer nach einem Sieg in München und 3 Punkten Vorsprung. Weil dann... Und gegen Ajax weitergekommen, ja. Und dann sagen, ist jetzt Meisterschaft. Dann wird er sagen, ich setze mich mit der Mannschaft zusammen und wir überlegen. Und dann geben wir ihnen rechtzeitig eine Antwort.